Balzac hat davon gesprochen, dass es eine offizielle, verlogene und eine geheime, schmachvolle Geschichte gibt. Und letztere ist die, die die wirklichen Zusammenhänge beinhaltet. Das Instagram-Gespräch von Moshtari Hilal und Sintujan Vataraja von Mitte Februar bringt meiner Meinung nach einen wichtigen Impuls in die Diskussion um die Aufarbeitung von und Erinnerung an die Nazi-Verbrechen, weil es auf diese geheime, schmachvolle Geschichte abzielt. Es unterstreicht die Notwendigkeit, dass deutschstämmige Personen sich mit diesen Verbrechen in Bezug auf die eigene Familiengeschichte beschäftigen und sich einer möglichen Involviertheit stellen. Hilal und Vataraja fokussieren sich dabei insbesondere auf heutiges Kapital, das aus dem Nationalsozialismus stammt. Dabei würde ich es aber nicht belassen wollen. Wichtig finde ich, dass die beiden einen Schritt weiter gehen, als nur zu betonen, dass die Gewaltverbrechen der Nazis nicht vergessen werden und sich nicht wiederholen dürfen. Sie gehen dahin, wo es richtig wehtut, indem sie eine persönliche Ebene der Beschäftigung und Transparenz einfordern. Ich möchte den für mich ausschlaggebenden Faden aus dem Gespräch der beiden aufnehmen und hier bewusst persönlich werden. Denn der Umgang mit dem Terror des Dritten Reiches in meiner Familie ist, glaube ich, jedenfalls ziemlich typisch für eine deutschstämmige Familie, die den Nationalsozialismus in Deutschland durchlebt hat und nun in zweiter oder dritter Generation danach ihre Kinder großzieht. Besonders meiner Mutter war es extrem wichtig, dass wir Kinder uns auseinandersetzen mit den Rollen des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges. Immer wieder hat sie uns Bücher zu lesen gegeben und anschließend mit uns über das Gelesene gesprochen. Aber, und das ist der ausschlaggebende Punkt, sie konnte eine abstrakte Ebene der Beschäftigung nicht verlassen, hat nahezu nie über das Verwobensein ihrer Eltern oder anderer Familienmitglieder im Unrechtsregime der Nazis sprechen können. Nicht, indem sie meine Fragen nicht zugelassen hätte, sondern weil sie selbst es nicht über sich bringen konnte, dezidiert nachzufragen und sich nicht mit schön geredeten Geschichten abspeisen zu lassen. Und so habe ich aus stückweisen Informationen und über lange Zeit verstreut zusammengesetzt, dass mein Großvater mütterlicherseits Offizier im Generalstab in Rommels Afrikakorps und zuvor als Offizier beim Überfall auf Polen beteiligt war. Meiner Großmutter hat er bei einem Heimaturlaub die Anweisung gegeben, sich und ihre beiden kleinen Kinder zu erschießen, bevor sie der russischen Armee in die Hände fallen. Vermutlich, weil er genau wusste, was die Deutschen den Russen angetan hatten. Übrigens derselbe Großvater, der in der Bundesrepublik eine Karriere bis in die oberste Führungsebene der Bundeswehr gemacht hat. Dass da vermutlich etwas gewaltig stinkt, dass man kaum in der Wehrmacht so hoch aufsteigen konnte, ohne wenigstens Sympathisant der NSDAP zu sein, und dass es eigentlich ein Skandal ist, mit dieser Biografie Brigadegeneral der Bundeswehr zu werden, ist mir erst weit im Erwachsenenalter aufgegangen. Eine Chance des Nachfragens oder direkten Konfrontierens hatte ich nicht. Ich war Baby, als mein Großvater starb. Das erzähle ich nicht, weil ich mir damit eine Form der Reinwaschung erhoffe oder weil ich denke, dass meine Familiengeschichte irgendwie etwas Besonderes ist, sondern gerade deswegen, weil sie das eben ausdrücklich nicht ist. Sie ist alltäglich in Deutschland der Gegenwart und trotzdem selten, viel zu selten ausgesprochen. Wenn wir ehrlich sind, haben doch viele von uns diese Großonkel, die im Dritten Reich stramme Nazis waren und es bis zu ihrem Tod geblieben sind und gegen die niemand, einschließlich man selber, klare Widerworte gefunden hat. Oder diese Oma oder Großtanten, die man geliebt hat und von denen man im Erwachsenenalter erfahren hat, dass sie als Fotomodell für eine Kraft durch Freudekampagne fungiert oder einen Nazi geheiratet haben. Weil Geschichten wie diese in Deutschland bis heute keinen Sonderstatus haben und sich oft unbemerkt in unsere Gegenwart fortschreiben, ist die Forderung des Videos doch absolut angemessen, sich eine mögliche familiäre Verwobenheit in Unrechtsregime klarzumachen. Es sollte selbstverständlich sein, diese zu benennen, wenn es sie denn gibt. Nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor anderen. Und natürlich ist das schmerzhaft. Aber wir sollten tun, was unsere Eltern aus Angst vor dem Unfassbaren vielleicht nicht tun konnten. Denn mit unserem Wissen und unserem Bekennen wird möglich, dass beides in unser Tun einfließen und Kreise ziehen kann. Damit Geschichte sich eben nicht wiederholt.
Dankeschön fürs Zuhören.